jetzt oder nie. Salzbrunner TV, drum lockt euch ein. Ob groß oder klein. Ah, du hast wieder eingeschaltet. Salzbrunner News Folge 5 gibt's heute für dich zu Hause. Und heute gibt es ganz was Neues, was wir noch nie hatten, nämlich ein Experiment für zu Hause zum Nachmachen von Moritz. Und es geht um einen Vulkan. Schau's dir an. Hallo zusammen. Heute melde ich mich mal aus dem Homeoffice. Also ich schicke euch Tipps von hier zu Hause und ich will heute mit euch forschen und experimentieren. Den Forscherkittel habe ich schon an. Aber irgendwie schaut es mir hier überhaupt nicht nach Labor aus oder Forscherzimmer. Moment mal. Oh, das schaut doch schon viel besser aus. Super. Gut. Jetzt sind wir im Forscherfieber. Und jetzt kann es auch losgehen mit unserem Backpulvervulkan. Was ist am Ende geboten bei unserem Experiment? Am Ende haben wir einen echten kleinen Vulkanausbruch hier am Tisch. Und jetzt zeige ich euch, was ihr dazu braucht. Ihr braucht Wasser, Spülmittel, Essig und Backpulver. Das sind die vier wichtigsten Hauptzutaten. Solltet ihr davon was nicht zu Hause haben, schreibt das gleich auf dem Einkaufszettel. Eine Zutat, die man theoretisch auch weglassen kann, aber mit der es natürlich viel cooler ausschaut, ist rote Lebensmittelfarbe. Denn wir brauchen natürlich rote Lava. Falls ihr sowas nicht daheim habt, könnt ihr auch rote Wasserfarbe nehmen. Das geht ähnlich gut. Natürlich brauchen wir auch neben diesen Hauptzutaten Material, damit wir den Vulkan nachbauen können. Das sind einmal zwei ganz normale Gläser, was zum Umrühren, eine Schere, ein Teller, wie man ihn kennt, genau, und Alufolie. Und dass wir später nicht so viel putzen müssen, nehmen wir noch ein Backblech, ganz normal, aus dem Ofen raus, hier auf dem Tisch. Das ist dazu da, dass unsere Lava später nicht überall hinfließt. Das kann niemand wollen. Ihr fangt an mit eurem Teller und stellt darauf das Glas. Und damit wir jetzt hier den Vulkankegel herbekommen, nehmen wir zwei Stücke von unserer Aluminiumfolie. Ich habe das schon mal vorbereitet natürlich. Hier solche langen Stücke. Und jetzt werde ich im Schnelldurchgang das mal hier anbringen. Okay, schon fertig. Gut, das ging schnell. Ich hoffe, es schaut einigermaßen nach einem Vulkan aus. Jetzt nehmen wir unsere Schere und schneiden hier oben ein Kreuz in die Alufolie hinein. Und jetzt können wir mit den Fingern das Ganze hier so reindrücken und damit haben wir einen Vulkankegel, in den man was hineinschütten kann. Sind wir schon relativ weit. Wir packen das jetzt hier mal auf die Seite, weil wir brauchen noch Platz zum Weiterexperimentieren. Übrigens, Angst braucht ihr keine haben, es ist kein gefährliches Experiment. Nur trinken würde ich das, was wir hier machen, auf keinen Fall. Schmeckt auch nicht. Ist Spülmittel drin und Essig, das kann nicht schmecken. Okay. Als nächstes brauchen wir das andere Glas und da schütten wir zur Hälfte Wasser hinein. Genau. Und die zweite Zutat, Essig. Bis es voll ist. Jetzt habt ihr Essig und Wasser gemischt. Jetzt kommt die
Lebensmittelfarbe ins Spiel oder eben die rote Wasserfarbe? So, machen wir mal richtig was rein. Gut verrühren. Und jetzt hat noch die Zutat des Jahres Spülmittel. Das tun wir hier noch mit rein. So ein Spruzer. Und dann wird es nochmal verrührt. Unsere Lava ist fertig. Schaut gut aus. Stellen wir hier auf die Seite. Dann holen wir uns unseren Vulkan zurück. Und jetzt wird es spannend. Wir kommen dem Finale immer näher. Backpulver ist die nächste Zutat. Okay, noch tut sich hier nichts. Naja, schauen wir mal. 3 Päckchen Backpulver tut ihr rein. Und jetzt kommen wir zur Stunde der Wahrheit. Jetzt wird's spannend. Funktioniert unser Experiment oder funktioniert's nicht? Ich nehme hier die Lava, das Essig-Wasser-Gemisch und schütte es jetzt hier in den mit Backpulver gefüllten Vulkan und wir sehen, was passiert. Und er bricht aus! Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt dann auch hier nochmal den Umrührstab nehmen und vielleicht hier ein bisschen mit rühren. Aber ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Das Experiment hat funktioniert. Gott sei Dank. Warum ist es so? Warum schäumt jetzt hier unser Vulkan? Die Antwort gibt's jetzt. Okay, damit wir verstehen können, warum unser Vulkan so schäumt, stellen wir uns das Ganze doch mal bildlich vor. Mit kleinen Männchen oder kleinen Teilchen. Zuerst haben wir da die Wasserteilchen, die wir zusammen mit dem Essig vermischen. Zu den Essigteilchen kommen die Spülmittel oder Seifenteilchen. Nun befinden sich Wasserteilchen, Essigteilchen und Seifenteilchen in unserem Glas. Zu guter Letzt kommen die Natronteilchen. Natron, davon habt ihr noch nichts gehört. Natron kennt ihr als Backpulver und kommt zuerst in unseren Vulkan. Jetzt wird's spannend, denn jetzt kommt zu den Natronteilchen unser Essigteilchen-Gemisch und diesmal passiert etwas. Die beiden Teilchen zusammen rufen eine Reaktion hervor und eine Verbindung entsteht. Das Kohlensäureteilchen. Eine Verbindung ist quasi eine Freundschaft zwischen zwei einzelnen Teilchen, zwischen dem Kohlendioxidteilchen und dem Wasser. Beide entstehen ganz neu und halten sich an den Händen. Doch die Freundschaft geht nicht lange gut, denn das Kohlendioxidteilchen ist sehr sportlich und bewegt sich viel, während die Wasserteilchen eher träge und faul sind. Deshalb trennt sich das Kohlendioxid und will an die Oberfläche. Dabei nimmt es ein paar Wasser- und Seifenteilchen mit. Mit der Seife passiert genau das, das ihr auch aus der Badewanne oder aus dem Spülbecken kennt. Wenn Bewegung ins Wasser kommt, entstehen kleine Bläschen und Schaum. Also für den Vulkanausbruch sind die neu entstandenen Kohlendioxidteilchen verantwortlich. Diese müssen sich ständig bewegen und wollen an die Oberfläche, nehmen dabei die anderen Teilchen mit und es kommt zur Reaktion. Hier ist nochmal der gesamte Ablauf des Versuchs erklärt. Schon das aus. Naja, ich hoffe, ihr habt die Erklärung verstanden, bisschen was gelernt. Schritt für Schritt könnt ihr euch das Video auch öfters anschauen. Macht's nach, macht auf jeden Fall Spaß. Ich experimentiere jetzt hier noch ein bisschen weiter und gebe zurück ins Studio. So, das war's jetzt mit dem Vulkanausbruch. Ich hoffe, es hat keine Katastrophe gegeben zu Hause bei dir.
Wir verlassen jetzt das Haus und begeben uns in den Außenbereich vom Haus für Kinder. Und du musst jetzt Gegenstände erraten. Viel Spaß dabei. So, dann ziehe ich mal so. Clementino, Schachmatt. Oh. Da müssen wir aber gleich noch eine Partie spielen, Leo. Ich spiele ja weiter Schach. Ich wünsche euch viel Spaß zu Hause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut. Jetzt oder nie, Salzbrunner TV. Drum lockt euch ein. Ob groß oder klein.